Unser heutiger Studiogast gehört zu den erfolgreichsten Torhütern der Oberliga und hält seinen Kasten nun schon seit 9 Ligapartien sauber. Was sein Erfolgsrezept ist, verrät er uns heute hier im Elbblick TV Talk. Ich begrüße ganz herzlich Frederik Böse von Kurslack Neuengamme. Hallo Frederik, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hier ist schon Weihnachtsstimmung, der zweite Advent gerade durch. Bist du auch schon so richtig in besinnlicher Stimmung? Nein, noch nicht wirklich. Das dauert noch. Noch gar nicht? Bist du da gar nicht so ein Weihnachtstyp? Nee, auch noch keine Weihnachtsgeschenke, gar nichts. So auf den letzten Drücker dann eher. Genau. Okay, die Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit, also die besinnlich ist, aber bei der es dann auch Geschenke gibt. Und du bist jetzt auch gleich am Anfang beschenkt. Es gibt ein Plakat von unserer Kampagne, wo das Leben Fußball spielt. Und für Frederik natürlich das Motiv des Torhüters. Ja, vielen Dank. Denn unsere Torhüter verlieren im Strafraum gerne mal die Beherrschung. Darfst du gerne an dich nehmen, da unten einmal ablegen, wenn du möchtest. Sehr passend. Du sagtest gerade, sehr, sehr passend. Bist du da auch jemand, der im Strafraum dann mal ausrastet, die Beherrschung verliert? Nein, mittlerweile nicht mehr. Man wird ja auch älter. Früher war das schon so, dass ich sehr temperamentvoll war, aber mittlerweile bin ich doch etwas ruhiger geworden. Doch nicht mehr das Tier im Tor? Nein, kein kleiner Klaus Thumpf wurde. Okay. Trotzdem ist Frederik Böse sehr, sehr erfolgreich zurzeit. Er hält seinen Kasten seit sage und schreibe 834 Minuten, ich habe es extra ausgerechnet, sauber im Fußball eine halbe Ewigkeit. Du bringst dann damit die gegnerischen Angreifer auf jeden Fall zur Verzweiflung, denke ich mal. Was ist dein Erfolgsrezept zurzeit? Ja, gute Frage. Also ich weiß das selber nicht so genau. Also wir haben natürlich eine gute Mannschaft, eine gute Defensive. Die Stürmer arbeiten mit zurück. Und so viel Arbeit bleibt dann für mich gar nicht mehr da. Deswegen, ich kann mir das selber nicht erklären, aber wir lassen wenig Torchancen zu. Und wenn was durchkommt, dann halte ich auch mal ein. Du bist sehr, sehr bescheiden, lobst die Mannschaft, sehr, sehr vorbildlich. Aber wie groß ist denn jetzt, du bist mittlerweile jetzt drin in dieser Serie, wie groß ist der Ansporn, dass du die jetzt auch ausbaust, dass du vielleicht einen Rekord aufstellst? Ja, ich weiß halt gar nicht, wo der Rekord liegt, deswegen ist das schwer zu beantworten. Aber der Ansporn ist schon da, jedes Spiel zu Null zu spielen. Das ist, meistens klappt es nicht, aber dass es jetzt 9 Spiele ineinander geklappt, ist natürlich super. Und die Serie wollen wir natürlich so lang wie möglich aufrechterhalten. Mit Kurslack habt ihr ja auch eine Siegesserie jetzt auch hingelegt. 9 Spiele hintereinander gewonnen am Wochenende gegen Germania Schnelsen, Abstiegskandidat. Da habt ihr wieder einen Sieg geholt, steht jetzt auf Tabellenplatz 2 hinter TuS Dassendorf. Holt ihr den Aufsteiger so in der Rückserie ein? Wie läuft das? Ja, wir hoffen das natürlich. Aber eigentlich gehen wir in jedes Spiel rein oder in jeden Spieltag rein und hoffen, dass Dassendorf mal verliert. Aber den Gefallen tun sie uns nicht. Und jetzt ist erstmal Winterpause und dann sehen wir in der Rückrunde mal, was passiert. Hoffen natürlich, dass Dassendorf doch das eine oder andere mal noch verliert. Ja, Dassendorf hat auf jeden Fall gerade eine Serie hingelegt. Ich meine, als Aufsteiger auf Tabellenplatz 1, Elmshorn hat es im letzten Jahr vorgemacht, Dassendorf macht es ihnen nach. Aber ihr mit Kurslack werdet auch immer als Aufstiegskandidat gehandelt, als Meisterschaftskandidat. Wollt ihr jetzt in diesem Jahr mal die Meisterschaft holen, angreifen und Dassendorf auf jeden Fall nicht den Vortritt lassen? Ja, natürlich, wir würden uns freuen, wenn wir Meister werden, aber unser Ziel war es, unter die Top 5 zu kommen. Das sieht zurzeit ganz gut aus, dass wir das schaffen. Wir haben uns jetzt für die Hamburger Heimmeisterschaft qualifiziert, das war unser erstes Ziel. Man muss mal abwarten, wie dann die Rückrunde bzw. wie das im neuen Jahr dann alles so läuft. Aber natürlich wollen wir oder würden wir uns nicht dagegen wehren, Meister zu werden. Ja, ihr seid auf jeden Fall ambitioniert und ich meine, wenn ihr Meister werdet, dann ist auch die Regionalliga auf jeden Fall ein Thema. Da soll ja auch ein bisschen am Stadion gearbeitet werden, Tribüne soll irgendwie gebaut werden. Wie sieht das aus, Thema Regionalliga dieses Jahr mit Kurslack? Ich glaube, das kommt noch zu früh. Also wie die meisten Vereine in Hamburg sind wir noch nicht so weit und ja. Ja, aber das Thema Regionalliga ist auf jeden Fall realistisch. Ihr seid ein Verein, ihr wollt auf jeden Fall aufsteigen. Mal sehen, was da auf jeden Fall passiert. Und Frederik Böse ist jemand, der zu den besten Torhütern der Oberliga gehört. Du bist schon jetzt mittlerweile im 8. Jahr, spielst du in der Oberliga, seit 4 Jahren bei Kurslack. Wie war so deine Karriere? Wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen, würde mich mal interessieren. Ja, also mein Großvater, der war früher Platzwart in Rheinbeck auf dem Sportplatz. Und da bin ich quasi groß geworden. Da fing das dann an und dann natürlich mein Onkel Frank Böse war auch Fußballtorwart, war Profi bei St. Pauli, beim VfB Lübeck und über den bin ich dann
an den Fußball gekommen. War es für dich immer klar, dass du ein Torwart werden willst, wenn du das dein Großvater, dass er auch im Tor dann stand, war es für dich klar? Nein, ich hab im Feld angefangen, war Stürmer und irgendwann, wie das so war, bei einem Spiel hat der Torwart gefehlt und dann bin ich reingegangen und mir hat das Spaß gebracht. Bin auch etwas lauffaul und dann hat das natürlich gepasst. Und du hast auch gemerkt, dass du auf jeden Fall dann talentiert warst. Gab es da jemanden, den du früher angehimmelt hast, so ein Vorbild, das du hattest, so eine Jugend? Ja, das fing an mit Andreas Köpke, so 96 EM, Europameister. Dann ging das weiter mit Oliver Kahn. Das war dann eins meiner Vorbilder. Das hat immer Spaß gebracht, ihm zuzugucken. Obwohl du ja vom Typ her so ein bisschen unterscheidest dann auch von Kahn. Du bist eher so ein bisschen ruhiger und nicht so extrovertiert, oder? Ja, genau, das stimmt, ja. Okay, aber Frederik Böse hat auch bei St. Pauli gespielt, 5 Jahre lang. Warum hat es dann nicht so ganz für diese Profikarriere dann gereicht? Hattest du eher Frauen und Partys im Kopf statt Training? Nein. Also ich habe 5 Jahre in der Jugend da gespielt, durfte auch ein Spiel in der alten Oberliga Nord machen für die zweite Mannschaft. Warum es jetzt nicht geklappt hat, ich habe jetzt nicht Gardemaß für einen Torwart in der Bundesliga. Das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein, ja. Aber ich kann damit leben. Du hast gerade angesprochen, du bist vielleicht ein bisschen zu klein, vielleicht für einen Profi-Torwart, 1,78. Ja, genau. Wenn du 20 cm größer wärst. 20 cm. Die berühmten 20 cm. Wo würdest du heute spielen? Gute Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich in der Bundesliga spielen. Keine Ahnung, das ist immer schwer zu sagen. Schmerzt das so ein bisschen, dass es mit der Profifußballkarriere nicht geklappt hat? War das eigentlich ein Ziel von dir, ein Traum? Ja, wenn man in der Jugend bei St. Pauli spielt, dann hat man schon den Traum, Profi zu werden. Sonst würde man den Aufwand nicht betreiben. Aber mittlerweile, es tat ein wenig weh, als man da mehr oder weniger aussortiert wurde nach der A-Jugend. Aber mittlerweile habe ich mich damit schon ganz gut abgefunden. Okay, aber du wolltest auch immer, ein weiterer Traum war nicht nur dann Profifußballer zu werden, sondern auch in der Regionalliga zu spielen. Du spielst gerade in der Oberliga, seid sehr, sehr erfolgreich. Vielleicht klappt es mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Wenn jetzt aber ein Verein anrufen würde und ein Angebot kommen würde aus der Regionalliga, würdest du Kurslack verlassen? Nein, würde ich nicht. Ich habe hier mein Studium, schreibe jetzt im Januar, fange ich mit meiner Bachelorarbeit an und ich werde hier in Hamburg bleiben auf jeden Fall. Es gibt ja auch Regionalligisten hier aus Hamburg. Reizt das dann nicht so ein bisschen? Nochmal bis 26, eigentlich bestes Fußballalter, dass man es nochmal versucht? Nein, die Regionalligisten hier in Hamburg haben gute Torhüter, die brauchen mich nicht. Und ganz ehrlich, mich reizt die Regionalliga auch nicht so. Ich bin glücklich da, wo ich bin. Oberliga, man spielt jedes Wochenende gegen quasi Freunde und das bringt mir Spaß. Okay, sehr vorbildlich, den Trainer wird es freuen, auf jeden Fall in Kurslack. Nochmal, was zeichnet eure Mannschaft aus? Warum, du hast gesagt, du fühlst dich wohl im Team, ihr seid eine gute Mannschaft, es läuft sportlich gut, ihr seid erfolgreich. Was zeichnet euch aus? Ja, wir haben natürlich gute Einzelspieler und mittlerweile sind wir auch zu einem richtigen Team geworden und das zeichnet uns aus. Wir stehen hinten gut, wir kassieren wenig Gegentore und vorne haben wir die Offensive, die immer ein Tor machen kann. Und ja, das zeichnet uns aus. Kurslack auf allen Positionen gut besetzt und mit Frederik Böse natürlich auch ein Mann, der für wenig Gegentore sorgt, seit 9 Spielen jetzt für gar keins. Auf jeden Fall habt ihr ein tolles Team, kann sich glücklich schätzen, in dieser Mannschaft zu spielen. Nochmal ganz zum Schluss, so ein bisschen, du hast es angesprochen mit deiner Ausbildung, mit deinem Privatleben. Was machst du beruflich? Also ich, nach dem Abitur habe ich meinen Zivildienst abgeleistet, danach habe ich eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht. Dort noch ein Jahr gearbeitet und jetzt studiere ich im 7. Semester BWL, habe ein Semester rangehängt. Okay, ja, so sieht's BWL, aus. So ganz, ganz typisch, wenn man nicht weiß, was man macht, studiert man BWL oder wie? Ja, höre ich öfters. Nee, es hat halt zur Ausbildung gepasst, nach der kaufmännischen Ausbildung noch ein BWL-Studium ranzuhängen. Ja, das war der Grund. Okay, gut, nochmal studiert nach der Ausbildung und wo geht's dann hin danach? Ja, ich will noch mein Master machen. Hoffe, dass ich hier in Hamburg bleiben kann. Ja, das ist der Plan. Okay, so eine richtig akademische Karriere, dann gut Fußball spielen, Erfolg haben. Wenn du nicht Fußball spielst, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht studierst, gibt es da noch eine Frau in deinem Leben, verliebt, verlobt, verheiratet? Nein, ich bin Single.
Okay, ja. Gut. Ja, liebe ElfClickTV-Zuschauerinnen, wenn ihr diesen Mann hier kennenlernen wollt, könnt ihr gerne ganz viele E-Mails schicken an redaktion@ElfClickTV. Ich glaube schon, dass sich hier viele melden werden. Ja, ich bin gespannt. Wenn du dir was zu Weihnachten wünschen würdest, würde das ganz oben auf deiner Liste stehen, vielleicht die Traumfrau zu finden? Ja, natürlich, ja. Ganz oben auf meiner Liste ist die Traumfrau zu finden. Ehrlich? Ja. Und daneben irgendwie, was würdest du dir noch wünschen? Zurzeit bin ich wunschlos glücklich. Ich hoffe, dass ich habe noch ein paar Klausuren im Januar, Ende Januar. Ich hoffe, dass die ganz gut über die Bühne gehen und dass die Bachelorarbeit da ganz gut läuft. Okay, Glück in der Uni, ja. Glück in der Liebe kommt noch und den sportlichen Erfolg, den hat Frederik Böse auf jeden Fall mit Kusslack. Ja, wir sind schon am Ende auf jeden Fall. Du bekommst natürlich auch ein Gastgeschenk von uns. Hier geht keiner mit leeren Händen nach Hause. Es gibt ein stylisches T-Shirt von unserem Partner Do You Football. Ich hoffe, es gefällt dir. Super. Vielen Dank. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Kurslack und auch, dass du diese Serie ohne Gegentore weiter ausbaust. Ja, vielen Dank. Das war Frederik Böse von Kurslack Neuengamme. Er gehört zu den besten Keepern der Oberliga und will seine Serie von 834 Minuten ohne Gegentor in der Zukunft ausbauen, um mit seinem Team die Meisterschaft zu holen. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.